So, Chuck. Punch 2. Gucken wir mal. Pop. Und wir haben wirklich nur Punch 2? Wirklich? Wirklich? 30 Level? Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und dann nur Punch 2? Okay, das ist sehr traurig. Moin Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Leben. Ja, und ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin etwas angeschlagen, was vielleicht an dem 24-Stunden-Livestream liegt, der ja gestern zu Ende gegangen ist. Und ich muss sagen, ich fand den so, so geil. Also an alle, die da waren, vielen Dank und ich hoffe, es hat euch mindestens genauso viel Spaß gemacht wie mir. Das war von allen 24-Stunden-Streams und ich glaube auch von all meinen Streams bisher der mir auch selber am meisten Spaß gemacht hat. Wo ich auch am meisten Spaß an Minecraft tatsächlich hatte. Zu den Streams jetzt in Zukunft. Ich habe jetzt relativ viel um die Ohren die nächste Zeit. Dementsprechend wird am Montag oder wird jetzt die kommende Woche morgens erstmal keine Livestreams mehr kommen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie lange nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt genug wieder mit Uni-Stuff um die Ohren und so weiter. Minecraft-Leben wird dennoch... bauen wir uns mal mit Kürbissen hoch. Ja, wir haben's ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal genug mit Minecraft-Leben und den anderen und der Uni und sowas am Hut. Und deswegen kann ich im Moment keine Livestreams morgens mehr bringen. Ich habe ein paar Sachen jetzt schon vorbereitet für diese Folge. Die werden wir jetzt mal zusammen machen. Und zwar, ihr seht es vielleicht zum einen, fangen wir erstmal hier an. Also, ich habe ein neues Pferd. Hier, mein altes war ja verschwunden und jetzt haben wir ein neues Pferd. Das hat ungefähr hat genauso viele Lebenspunkte. Ich weiß nicht, was das aussagt oder so. Das hat uns die liebe Tourist Histories überlassen. Zwei Sattel habe ich im Livestream ja gefunden, da haben wir einen genommen und den mal hier gleich eins draufgesetzt. Dann, das war die erste Neuerung. Dann seht ihr, ich habe ein verzaubertes Diamantschwert, das habe ich mir mal gemacht, habe das mit, keine Ahnung, auf Stufe 2 halt verzaubert. Unbreaking 2, Sharpness 2 kam dabei raus, das gleiche habe ich mit der Pickaxe gemacht, da kam Unbreaking 1 und Efficiency 2 raus. Und dann war ich im Nether Farm. Ihr seht es unten in meiner Leiste, 37 Level habe ich bekommen. Ich brauchte ja auch noch Glowstone, da kommen wir aber gleich zu. Und wir haben noch, was wollte ich denn jetzt hier noch zeigen? 13 Diamanten haben wir noch übrig. Ich habe ein bisschen was abgezockt, wie gesagt, fürs Schwert. Und ich habe noch ein paar Bücher hier übrig, irgendwo da noch drei Papier hier, die habe ich mir irgendwie, die hatte ich ja noch, die Bücher. Habe ich nämlich noch eben irgendwie eins rausgezwackt, egal. Und ich werde jetzt aber diese Rüstung nicht auf 30 Level entscharten, sondern werde warten, bis ich genug Diamanten zusammen habe. Und mir dann auch, wenn das aufgebraucht ist oder wenn die aufgebraucht ist, eine neue Diaspitzhacke zu machen. Dafür habe ich ja die Diamanten. Und langsam ist es mal Zeit, einfach mal seine Diamanten auch zu benutzen, also zu verbrauchen, weil dafür sind sie ja da. So, und dann habe ich, wie ihr seht hier unten Glowstone, habe ich ein bisschen Glowstone gefarmt und... Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich habe mir auch schon einen Verzauberungstisch gebaut. Und ich finde, das sieht richtig, richtig geil aus. Also auch danke für eure Hilfe beim Design und sowas. Ihr hattet ja auch schon, wir hatten das ja alles im Stream für die, die nicht dabei waren. Ich habe im Stream abgestimmt. Wie soll ich das hier mit den Treppen machen? Dann der Glowstone-Tipp kam sogar von einem von euch. Auch das mit dem Bücherregal dahinter, das kam von das Atlas-LP. Das hat er mir vorgeschlagen. Macht doch da hinten Bücher hin statt Stein. Habe ich jetzt gemacht. Und ich finde, das sieht alles richtig, richtig geil aus, oder? Was sagt ihr dazu? Also man kann jetzt auch mal, wenn er jetzt hochgeht, zum Beispiel. Und dann hier, ach komm, jetzt geh weg. Und hier mal so taucht. Sieht das richtig, richtig cool aus, finde ich. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das nachts aussieht, aber jetzt wird es langsam Nacht. Aber es scheint, der Glowstone-Effekt kommt nicht durchs Wasser durch. Aber, wie dem auch sei... Das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut und das werde ich auch so lassen. So, jetzt kann ich hier natürlich auch schon, könnt ihr mal gucken, auf 30 Level enchanten. Und das ist doch schon richtig, richtig cool, muss ich sagen. Ja, die können wir leider nicht mehr enchanten, aber... Ja, na gut. So, dann muss ich mir hier unten noch einen Amboss hinstellen. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit den Ecken mache. Eventuell mache ich hier auch noch Bücherregale hin. Das weiß ich noch nicht. Also, auf jeden Fall hier die Ecken muss ich noch irgendwie ein bisschen ändern. Was hat sich noch verändert? Für alle, die jetzt sowieso schockiert sind, das sieht ja alles ganz anders aus. Ja, ich habe viel im Livestream auch gemacht.
Hier unten hat sich, glaube ich, auch noch nichts... Oh, wow, Bro, wo kommst du denn her? Noch nichts verändert. Ich werde aber... mach ich mal ganz kurz so. Und zwar will ich hier Glowstone-Boden reinmachen. So. Zack. So, wo sind die Steine? Da. Einfach, dass das hier unten nicht mehr so dunkel ist. Und wenn man da reinfällt, das haben ja selten Leute Glowstone dabei. Beziehungsweise, wenn man Glowstone abbaut, kriegt man die Sachen ja wieder. Aber, gut. Ihr wisst sowieso noch nicht, was das ist. Von daher will ich mich hier auch noch gar nicht weiter aufhalten. Das zeige ich dann irgendwann mal in einer anderen Folge. Hier muss ich mir auch noch irgendwas ausdenken, wie ich das Ganze mache. Also, der Keller ist echt noch eine große, große Baustelle. Genauso wie das Dachgeschoss hier. Hier habe ich mir auch noch nicht so wirklich überlegt, was ich jetzt mache. Dann kommen wir zum Stall. Da muss ich euch auch noch was zeigen. Und zwar, jedes Mal, wenn ich mich eingeloggt habe, das ist allgemein in Minecraft so, wenn man sich einloggt, werden die Chunks geladen, beziehungsweise wenn die Chunks nicht geladen sind, dann können Tiere sich durch die... Also, sind das verschiedene Holzsorten? Oder liegt das am... Ah, ne. Passt. Dann können sich Tiere durch Zäune zum Beispiel durchbuggen. Und, das war... Achso, ich wollte gerade sagen, wie ihr hier seht, aber das sind Kürbisse, keine Schweine. Und das war hier immer der Fall, seit ich mich eingeloggt habe, dass die Schweine immer ewig hier rumgeschwommen sind und alle waren verteilt und sowas. Deswegen habe ich das jetzt so gelöst, dass ich... Ne, geh mal weg da. Dass ich das jetzt so gemacht habe, dass ich hier den Stein, hier unten Stein hingesetzt habe, oben Zäune drauf. Ich finde, das sieht optisch auch ganz nett aus. Hier gibt es eine kleine Tür. Ich mache hier vielleicht auch noch eine rein. Und, ich musste auch, sieht man vielleicht hier mal von der Seite, ich musste auch, man sieht vielleicht unten die letzte Leiter abreißen, weil mir die Schweine immer hier aufs Dach geklettert sind. Ich wusste nicht, dass Schweine Leitern benutzen können, aber, na gut, ich bin ja sowieso allgemein Minecraft unwissend und, dementsprechend habe ich jetzt also auch gelernt, dass Schweine, Leiter nutzen können. Hier oben ist noch nichts weiter drin, hier wird auf jeden Fall noch, das Stroh rein, das hattet ihr mir ja auch vorgeschlagen, das will ich auch so umsetzen. Hier habe ich jetzt eben, ach ja, die Bäume habe ich eben gefällt, stimmt. Habe ich jetzt neue Dings gekriegt? Ja, habe ich. Ich pflanze mir hier vorne immer gerne mal so die Büsche hin. Die Bäume hin, dass ich dann immer mal vor der Haustür was habe, was ich abfarmen kann. Das liegt ja alles auf meinem Grundstück. Und jetzt hatten die ersten schon gefragt, ist dein Haus nicht ein bisschen groß? Aber ich weiß gar nicht, ob ich das im Livestream gemacht habe oder so, aber ich habe das effektiv tatsächlich abgezählt. Also, den Weg hier vorne zähle ich jetzt nicht zu meinem Haus mit, aber ungefähr so von hier, also bis zu dieser Säule hier sind es 30 Blöcke und von der einen Säule bis zum Ende des Stalls sind es auch 30 Blöcke, dementsprechend gut, wenn man jetzt da vorne das Gatter so noch ein bisschen mitzählt. Zack, wenn man das Gatter hier noch ein bisschen mitzählen muss, dann habe ich 1, 2, 3, 4, dann habe ich 34 mal 30 Blöcke, aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Und zur Not kann ich ja auch noch eine Grundstückserweiterung beantragen beim lieben Lord Zombie. Und ein bisschen Obsidian hatte ich gefarmt, um einfach, falls mal kein Netherportal in der Farmwelt steht, das dann zu errichten. Im Livestream haben mir viele Leute gesagt, du kannst doch einfach in die Farmwelt und sowas, weil während des Livestreams konnte ich nicht in den Nether, weil wir da kein Enderportal, kein Netherportal hatten und viele meinten, in der Farmwelt steht doch immer ein Netherportal, warum gehst du dann noch nicht durch? Das kann ich nochmal kurz ansprechen. Natürlich stehen in der Farmwelt Netherportale, aber auch nur, wenn es einer errichtet. Von der normalen Welt aus können wir kein Netherportal machen. Diese normale Welt hat keine Nether. Und deswegen geht das nur von der Farmwelt raus. Und da die Farmwelten jeden Tag neu generiert werden, die sind ja komplett clean. Da steht ja nur dann ein Glowstone-Block mit dem Schild drauf, zum Hin- und Her-Teleportieren. Mehr steht da nicht drauf. Das heißt, diese ganzen Cobble-Plattformen und so weiter, die man immer sieht, wenn man aus der normalen Welt in die Farmwelt geht, die sind tatsächlich menschlich generiert. Das heißt, die hat irgendjemand hingebaut, genauso wie das Nether-Portal. Und wenn es einfach keiner auf die Trichter kommt, irgendwie so nochmal nachts um 4 das Nether-Portal abzureißen, um das Obsidian zu saven, dann haben wir am nächsten Tag etwa kein Netherportal mehr, weil niemand Obsidian hat. Und ich habe mir jetzt mal 11 Obsidian habe ich noch übrig. Das sollte passen. 10 braucht man, glaube ich, für ein Portal. 2 oben, 2 unten, 6 an der Seite. Macht 10, ja. Dann
kann ich mir einfach mal ein eigenes Nether-Portal errichten. Oder wenn irgendjemand lieb fragt, hat jemand nochmal irgendwie was, bisschen Obsidian, dann kann ich dem aushelfen und ein Nether-Portal bauen. Ansonsten hat sich ein bisschen auf dem Server, ich will mal ein bisschen rumschauen hier, hat sich ein bisschen was getan. Und zwar der liebe Herr Hirn, der ja hier vorne baut, ich will jetzt auch gar nicht so viel spoilern, der hat sein Haus anscheinend einigermaßen fertig. Und der hat sich wohl irgendwie jetzt, ich weiß nicht, ob er das alleine macht oder ob das jemand anderes macht, aber der baut da vorne, ihr seht's schon, einen Zeppelin. Finde ich sehr geil, ist zwar nicht unbedingt Mittelalter, aber ich finde, es passt trotzdem irgendwie so ein bisschen rein. Es wäre mehr so Steampunk eigentlich, aber ja gut, so richtig Mittelalter haben wir das ja eh nicht mit Redstone-Schaltung und Briefkästen und Jahrmärkten und so weiter. Also, wo ist es denn? Oh, hier vorne fängt es schon an. Hier geht's schon hoch. Hier geht's zur MS Hindenburg, heißt sie. Sehr geil, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut, was er da gebaut hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hier uns befinden. Ah, Nachtheld baut hier und, Nachtheld's Nachtschenke. Jetzt ruckelt's natürlich auch hier wieder. Okay, ich bin jetzt wieder in der Stadt. Und jetzt weiß ich endlich mal, was Palut immer meint mit, es leckt, es leckt, es leckt. So, das sieht schon ziemlich cool aus. Ich hatte, ups. Hey! Kollege, ich glaube, es hakt. Ich hatte nur gelesen, dass er sagte, ja, es startet gleich zum Jungfernflug. Ich denke, ah ja, das ist wieder so eine schöne Slime-Konstruktion, weißt du, wie sie Saphirian oder O-Saft schon gemacht haben. Aber nein, er hat tatsächlich ein wirklich schönes Luftschiff gebaut. Und ja, das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. So, dann gehe ich mal wieder, reite ich hier nochmal ein bisschen rum. Ohne jetzt viel ich spoilere hier nicht. Ich sag da nichts zu. Auf jeden Fall eventuell. Nein, ich sag da nichts zu. Nein, vergiss es. Vergiss es. Ich habe nichts gesagt, Leute. Ich habe nichts gesagt. Ansonsten, ja, hier hat sich nichts weiter verändert und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt auch niemanden irgendwie aus der Folge spoilern. Und dann gehen wir mal lieber wieder zurück. Ich wollte euch einfach nur die MS Hindenburg zeigen. Ich weiß nicht, ob Herr Hirn das aufzeichnet. Ich glaube, im Moment hat er noch keine Folgen. Dementsprechend ist es nicht so schlimm. Dann konnte ich euch das coole Luftschiff mal zeigen. Hier schwebt irgendwie ein Pferd in der Luft. Und ich habe gerade in der Folge von Max gesehen, dass er sich ein paar Schweine von mir gemobst hat. Und jetzt weiß ich auch, wo mein Schaf geblieben ist. Ich habe nämlich schon gewundert, wo mein Schaf ist. Das hat er nämlich aus Versehen getötet. Ja gut, kommt vor, ne? Naja, ich habe mich ja auch an seiner Farm bedient und dementsprechend ist das ja alles noch im Rahmen. Und so ein Schaf, ja gut, das kann man sich schnell mal wiederholen. So, dann stellen wir uns mal kurz unser Schwert. Ups, hey, und ab. Fürs Pferd habe ich noch keinen Namen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das Pferd noch einen Namen kriegt. Ich muss mir mal einen Nametag dafür angeln. Ja, ich habe mir diesmal ein weißes ausgesucht, das ist ja auch ganz cool. So, jetzt muss ich noch gucken, was ich noch machen wollte heute. Eigentlich gibt es, glaube ich, momentan jetzt nichts mehr zu machen. Ich muss farmen gehen. Also ich muss jetzt wirklich viel, viel Zeit in der Farmwelt verbringen. Und ja, ich brauche Dias halt. Dias in erster Linie. Ich brauche mehr Eisen, weil ich habe nur noch 25 Eisen. Oh, ich sehe, ich habe da noch Leder. Das sortieren wir doch gleich mal. So. Und als nächstes, mit den 38 Leveln. Ich werde mir... Ah, stimmt, das wollte ich jetzt machen. Hatte ich noch irgendwo einen Bogen? Stimmt, das wollte ich noch machen. Gut, dass ihr mich dran erinnert. 1, 2, 3. Und Sticks brauche ich. Nehmen wir uns mal... Ne, das ist das wichtige Holz. Dann machen wir uns einfach mal hier aus diesem Birkenholz. Dafür gibt es eh keine Verwendung. Huch, das ist ein Ofen. Am Birkenholz machen wir uns mal einfach mal ein paar Sticks. So. Und Lapis Lazuli gebe ich eine Ender Chest, das passt. Jetzt schnappen wir uns nochmal mein Pferdchen. Na, komm her. Komm her. Hopp. Und jetzt verzaubern wir uns nämlich einen schönen Bogen auf Level 30. Das wollte ich nämlich unbedingt noch tun. Ich habe ja einige Bögen, die ich noch kombinieren kann. Das heißt, im Prinzip wäre jetzt am besten, ich glaube, habe ich einen Power 4 Bogen? Ich glaube, ich habe einen Power 4 Bogen. Am besten wäre jetzt, wenn wir auf 30 Leveln verzaubern. Liebe Leute, mir fällt gerade auf, dass ich nicht nur etwas durcheinander bin, sondern manchmal auch etwas vergesslich. Ich brauche ja gar nicht mehr zu Intracys Verzauberungsstube rennen, denn, ja, ich habe doch jetzt selber eine. Ah, und dann können wir sie gleich das erste Mal nutzen. Hopp, na komm,
über die Mauer hier rüber, zack. So, Lapis Lazuli habe ich, glaube ich, nicht alles mitgenommen. Das müsste ich noch hier irgendwo haben. So, jetzt gehen wir runter hier. Haha, sehr schön. So, und ich sollte mir zuerst den Bogen bauen. Also, ey, was ist denn heute mit mir los? Ihr merkt schon, ich bin noch ein bisschen geschädigt. Vielleicht noch nicht so ganz auf der Höhe vom 24-Stunden-Livestream. So, jetzt gehen wir hier hin. Hauen den Lapis da ein, hauen den Bogen. Und jetzt Daumen drücken, Leute, Daumen drücken. Power 4, sagt er. Und wir haben nur Power 4. Das ist sehr, sehr traurig eigentlich. Da ich aber jetzt gerne so einen Bogen haben will. Oh, wir haben da noch. Mache ich mir doch am besten mal noch einen. Wir können ja ein bisschen enchanten auf Level 30. Das ist ja nicht das Problem. Ich werde sowieso sterben. Von daher nehmen wir lieber die Level jetzt noch so lange, wie ich sie habe. Zur Not könnten wir ja gleich nochmal machen. Also jetzt müsste ich auf... Warte. Ein Level bräuchte ich noch. Dann könnte ich jetzt ein bisschen mehr noch. So, tschack. Punch 2. Gucken wir mal. Pop. Und wir haben wirklich nur Punch 2? Wirklich? Wirklich? 30 Level? Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und dann nur Punch 2? Okay, das ist sehr traurig, muss ich sagen. Aber Power 4. Mit was können wir das denn kombinieren? Von den bisherigen Bögen, die wir noch haben. Unbreaking 3 können wir draufholen. Dann haben wir Power 5 Unbreaking 3. Und ich könnte dann ja nochmal hier ihn drauf machen. Haben wir nochmal Punch. Na, bis jetzt, oder nehmen wir lieber den, dann haben wir Punch 2. Dann fehlt uns tatsächlich nur noch Flame. Und was ich noch machen will jetzt, eine kleine Verzauberungsfolge. Ich baue mir noch eine gute Spitzhacke. 1, 2, 3. So, haben wir es da. 1, 2. Dann gibt es noch eine Spitzhacke. Weil einmal können wir nämlich noch. Na, keine Farming Ho. Oh, bitte, bitte, bitte. Wer macht denn eine Farming Ho? Aus Diamant. Das wäre Verschwendung. So, Lapis, Diamond und er sagte uns Efficiency 4. Efficiency 4 ist geil. Und mal gucken, was ist drauf? Nur Efficiency 4. Na gut, okay, damit kann man leben tatsächlich, oder beziehungsweise darauf kann man aufbauen. Wir müssen mal gucken, was ich denn noch für Bücher habe. Nichts Wirkliches, die packen wir auch mal hier hin. Wir müssen mal schauen, dass wir irgendwie noch mit Büchern ein bisschen was rausholen vielleicht. Ja, ein Level bräuchte ich dafür ja wieder und das werde ich mir alles noch organisieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde. Ach ja, und übrigens, bevor ich das sage, meine Roleplay-Folge ist in Arbeit, wird aber noch ein bisschen dauern. Und wichtige Info nochmal für euch, momentan hat mein Vanilla-Server arge Probleme und deshalb bitte fragt nicht, ob ihr doch drauf könnt oder nicht. Ich werde momentan niemanden mehr whitelisten, absolut niemanden, einfach weil der Server das momentan nicht packt. Ich muss sehen, wie ich das mache. Wenn ich den einen etwas leistungsstärkeren Server mir besorge, dann wird der natürlich auch mehr kosten. Ich muss gucken, ob das alles passt. Und deswegen bitte fragt momentan nicht, ob ihr gewhitelistet werden könnt. Auch fragt am besten auch nicht, ob ihr irgendwie auf Leben könnt, weil ich habe da sowieso nichts mit zu tun, ne? Und deswegen sage ich, macht's gut, meine Freunde, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.